Hey, wir machen weiter mit Arise, a Simple Story. Beim letzten Mal... Ach, warte mal, nee, Gamepad haben wir gesagt. Beim letzten Mal... Oh, Kabel. Ich bin vorbereitet, doch, ich bin total vorbereitet. Beim letzten Mal haben wir einen lustigen Trip durch die Berge gemacht. Und... Ja. Haben im Endeffekt auch relativ viel über die Story erfahren, das heißt also... Hey, warte einen Moment. Ach doch, hier, genau. Hier haben wir relativ viel über die Story erfahren, also dass da eine Art von Dorfvolk, was auch immer, aufgebrochen ist durch die Berge und sich irgendwann halbiert hat. Und die eine Hälfte ging in die eine Richtung, die andere Hälfte ging in die andere Richtung. Und die beiden, die wir kennengelernt haben, über das Level hier, nein, nicht du, geh weg. Über das Level hier mit der Rose, die scheinen dann getrennt worden zu sein. Das ist schade. Deswegen schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wir gehen ins nächste Level rein. Ich bin gespannt, was es wird. Ich habe keine Ahnung, was das sein sollte. Okay, gut. Ach nee, es regnet. Das ist nicht dein Ernst. Fell kann dann richtig schwer werden, hör mal. Allein. Oh nein. Wir hatten jetzt die Level Sie, Freude, Fort und Allein. Ja gut. Also wir können weiterhin die Zeit anhalten. Wir können hin und her spulen. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen... Ist nicht dein Ernst. Ich wollte gerade sagen, dass ich so ein bisschen getriggert bin, dass wir letztes Mal wieder nicht alle Erinnerungen gefunden haben, dass man vielleicht überall in jede Ecke gehen muss. Und ich bewege mich 3 Meter und finde eine Erinnerung. Was haben wir denn hier? Worum geht es denn im ganzen Kram? Das Level heißt immerhin alleine. Okay, wir sind hier beim... Weiß ich nicht. Pferdehüten. Nee, wie heißt das hier? Bullen... Weide... Dings... Okay, wir müssen natürlich da hinten lang, aber ich gehe einmal kurz wieder nach außen rum. Das ist eigentlich ganz schöne Musik, ne? Der Soundtrack wird Stück für Stück komplexer. Ja, wie man sieht, ist jetzt nur noch eine der beiden Statuen zu sehen. Ich mach mal gerade so ein bisschen. Wo sind wir denn hier? Steuerung, Grafik, Sound. Oh. Wir können nur den gesamten Sound runterschalten, okay. Ich hätte tatsächlich ganz gerne den Regen ein bisschen leiser gemacht, damit man die Musik besser hören kann, aber gut. So, das hier ist ja das Symbol des Levels, ne? Diese Statue. Irgendwas. Die ist auch überall zu sehen. Okay. So, hier links ist wahrscheinlich wieder Untiefe. Da können wir nicht rein. Deswegen fangen wir an zu klettern. Na komm. Ey, das auch noch mit diesem nassen Fell-Dings. Okay. Zurückspulen. Die sind nicht da, wenn es blitzt. Okay, ich riskiere es einmal da reinzurennen, weil ich vermute, dass man dann irgendwie... Okay, die gucken einfach. Nee, die laufen. So, okay, beim Blitz sind sie nicht da. Aber auch nur die, die im Licht sind. Okay. Einmal kurz hier um die Ecke gucken. Nee, da ist nichts. Und hier muss ich wahrscheinlich einfach jetzt mit Schwung durch. Oh nein, das war ein Fehler. Geht weg. Lass mich in Ruhe. Da ist Licht. Da ist Licht. Okay, die sind nur da, wo Dunkelheit ist. Verstehe ich.
Das ist ja gar nicht creepy oder so. Okay. So, wann kommt hier der Blitz? Gar nicht. Okay, wir haben hier gar keinen Blitz. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich einmal durchsprinten. Boah, lass mich in Ruhe jetzt. Das ist echt nicht nett. Okay, da kann ich links hochklettern. Hier kann ich da bestimmt auch durchgehen. Guck mal, das ist doch nicht ohne Absicht hier. Ich spule mal gerade hin und her. Warum kann ich denn... Ja, das ist ganz schön laut. Egal. Warum kann ich denn hier hin? Da hinten hinspringen werde ich wohl auch nicht können. Okay, ja gut, dann gehen wir wieder zurück erstmal für den Moment. Ah, ne, hier kann ich gleich lang. Hier auch nicht. Warum kann ich da jetzt lang gehen? Egal, wir gehen das mal weiter. Also, wir können hier unten den Baumstamm nehmen oder da oben die Kletterpartie. Meine Vermutung ist, dass diese Kletterpartie irgendwas von heimlich ist, weil das ist so im Schatten. Machen wir das als erstes. Also nicht heimlich, versteckt sollte ich, wollte ich sagen. Macht sie mit der Wunde. Ach, guck mal, da oben, da warten sie auch noch auf mich. So, stoppen wir direkt. Und springen darüber. So, ich würde jetzt ganz gerne die Pause einfach so lassen, wie sie ist. Also die Pause gedrückt halten, aktiv halten. Weil wir gleich hier wieder zurück müssen. Erinnerung. Wir gehen alleine durch den Wald. Und schauen in einen Wald zurück. Und der Wald schaut uns an. Okay. Jetzt verstehe ich auch, warum das Level dieses Symbol hatte. Ah, okay. Der Kreis schließt sich. Ja. Okay, das war jetzt sehr, sehr weit. Oh. Ich halte weiterhin die Pause-Taste gedrückt. Okay, gut. Diesen Part hier kennen wir schon. Also ich verstehe jetzt das Symbol für das Level, diese Lichtlaternen-Dinger. Es ist ja eher offensichtlich, wofür die sind. Okay. Da hinten kann ich wahrscheinlich nicht hin. Aber hier kann ich wieder einen Baum rüberziehen wahrscheinlich, oder? Die sind einfach richtig krass. Was brauchst du für Muckis, um da so einen Baum mal eben so... Okay, wir sind halt nicht so krass. Da fand ich das jetzt gerade schwierig mit der Perspektive. Gehen wir ein bisschen zurück, sonst wird es erschlagen. Okay, dann gehen wir einfach hier vorne hin. Ja. So ist es dann doch am sichersten, darüber zu gehen. So, da hinten haben wir wieder so ein Licht. Und das sieht mir doch arg nach irgendwie einer Art von Arena aus. Nö, ist es nicht. Aber da hinten sind die Boys, okay. Mal kurz einmal vorzuspulen, zurückspulen, zu gucken, ob da irgendwo ein Blitz auf uns wartet. Nö, nicht wirklich. Aber wir kommen doch auch nicht hoch, oder? Nee. Aber da ist ein Weg runter. Gut, dann ziehen wir jetzt erstmal weiter hier nach rechts rüber. So ein bisschen Schiss, dass wir von dem Baum erschlagen werden. So, hier wird ja wohl jetzt wieder ein Blitz sein, oder? Ne, nicht Pause machen, sondern einmal vor- und zurückspulen. Okay, und Pause machen. Also, wir können da links hoch, klar. Haben wir hier rechts noch irgendetwas? Ne, scheinbar nicht. Da ist einfach nur Gegend. Dann klettern wir hier mal hoch. Und hüpf. Nee. Ja.
hast aber auch Muckis in der Arme, ne? Hüpf, hüpf, hüpf. Hüpf. Okay, dieses Licht ist aus. Kann man das anmachen? Man weiß es nicht. Man braucht es aber auch nicht anmachen. Ach, jetzt sind wir hier bei dem Baumstamm. Okay, gut. So, wir haben hier ja keinen Blitz, haben wir gesagt. Das heißt, wir sprinten hier einfach durch. Steh auf. Kommen die darüber? Nee, tun sie nicht. Unangenehm. Sehr unangenehm. Wenn ich jetzt ins Wasser springen würde zwischendurch mal, das wäre echt nicht cool. Kann ich diesen ganzen Käse nämlich nochmal machen hier. Was sind das denn für Typen? Wofür stehen die denn? Rein in der Story jetzt auch mal, weißt du? Oh, ist doch knapp. Stehen die für einfach irgendwelche Kreaturen, die da wohnen? Oder haben die irgendwas mit mir zu tun? Weil ich meine, das ist ja im Prinzip eine eigene Reise, ne? Es ist ja... Wir wiederholen ja im Prinzip nochmal sein Leben. Wir leben das nochmal nach. Das war ein Fehler. Blitz, 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 Blitz. Nee, tot. Da war ich jetzt nicht vorbereitet. Okay, hier hätte ich vorher gucken müssen, ob es hier irgendwo einen Blitz gibt. Okay, da gibt es einen Blitz wieder hinten. Okay, wieder zurückspulen. Und Blitz. So, okay, also wir haben jetzt hier eine relativ große Fläche. Oh, shit. Das war jetzt aber blöd. Warum hat denn die Pause funktioniert, jetzt nicht funktioniert? Ich glaube, ich bin dumm. Okay, also wir gucken jetzt nochmal. So. Hier funktioniert die Pause-Funktion. Wenn ich mich jetzt bewege... Hey, warum ist denn sie jetzt die ganze Zeit aktiv? Okay, dann hat es eben nicht richtig funktioniert. Okay, gut. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass hier irgendwo noch eine Erinnerung rumliegen könnte. Das wäre dann doch arg seltsam, wenn so eine große Fläche das nicht hätte. Ja, siehst du, die Kamera dreht sogar in die Richtung. Komm. Morgen. Da hinten ist was, aber das ist was Goldenes. Das ist ja schon nicht eine Story. Irgendein Story-Element. Nee. Ich sehe aber gar nichts. Nö, da ist nichts. Keine Erinnerung. Na gut. Also jetzt funktioniert das mit der Pause-Taste. Das hat eben irgendwie nicht ganz geklappt. Egal. Dann würde ich sagen, geht's weiter. Ich drücke weiterhin einfach die Pause-Taste. Obwohl, jetzt ist es egal, ne? Ach, guck mal, wieder unten links beobachtet. Hey du, willst du mein Freund sein? Hey du. Oh. Der hat seine Brüder mitgebracht. So, natürlich gehen wir erst da auf den Baumstamm, ist ja klar. Und sehen, dass hier nichts ist. Schön. Dann kletter mal da hoch, mein Junge. Das ist schon ein düsteres Level, oder? So, wir haben da oben eine Kletterwand. Und wir können hier unten weitergehen. Und es sieht für mich so aus, als würde man da nicht mehr hochkommen. Das heißt, wir gehen erstmal die Kletterwand hoch. Hüpf. Ja, komm. Guck mal, da oben ist auch irgendwas Schönes. Aber das ist doch keine Erinnerung. Die Erinnerung war noch immer so weißlich. Jetzt haben wir da was Gelbliches. Naja, wir werden sehen. Doch, das ist eine ganz normale Erinnerung. Wie er immer noch alleine versucht, irgendwie durch die Welt zu kommen. Auf der Suche nach...
Geltung. Ist hingefallen. So, weiter geht's. So, hier brauchen wir definitiv wieder einen Blitz. Einmal zurückspulen. Das war gemein, hast du das gesehen? Da war erst ein Blitz, wo nur die Hälfte weg war und der zweite Blitz hat alle weggemacht. Du bist auch ein kleiner Racker, so ein kleines Spielchen hier. So, und da ist wieder... Ja, balancier doch ein bisschen. Ist doch in Ordnung. Und eine weitere Erinnerung, wie er im Klettern dran ist. Die Frage ist, wo geht's weiter? Da können wir drauf springen? Da oben? Nee, das ist es nicht. Dann muss es hier... Oh Gott. Spring doch mal. So, einmal die Zeit einhalten. Ach, da oben ist der Baum wieder. Okay, ich habe ihn gesehen. Nur kurz schauen, ob die Erinnerungen dann auch gespeichert werden. Ist keine mehr, ne? Ja. Okay. Ja, dude. Und weiter geht's. Oder auch nicht. So, direkt die Zeit anhalten. Ja, ich will das meistens einfach auch direkt in einem Schwung machen, aber das hilft halt nicht. Immer. Ui. Und hüpf. Diesmal war es besser. Kommen wir unten lang? Nee. Okay, ihr seid mir zu viel. Einmal den Blitz kurz speichern. Da links in der Baumreihe stehen noch ein paar von denen. Genauso wie hier rechts. Und da war eben noch... Oh, shit. Aber da rechts war eben noch ein Licht, glaube ich, oder? Da ganz rechts. Gucken wir mal nach. Der eine ist jetzt weg. Die Frage ist... da wirklich was ist da rechts? Ich habe da eben kurz Licht gesehen, ganz am Anfang. Egal, komm. Weiter geht's. Obwohl man hier natürlich auch drauf gehen kann, ne? Da ist was! Ah! Ich wusste es. Guck mal hier. Hier sind wir doch wahrscheinlich sicher, oder? Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Vielen Dank. Haben wir hier irgendwo zwischendurch einen Blitz, der irgendwie alle wegnimmt. Weißt du was, ich spring einfach mal rein. Steh auf, steh auf, steh auf. Oh nee, das war zu hoch. So, da sind sie alle weg. Ach komm. Einmal vorspulen. Zack, da sind sie weg. So, hast du das jetzt überlebt? Dankeschön. So, kann ich da jetzt einfach durchsprinten? Ganz ehrlich, ich versuch's einfach mal. Oh, scheint zu gehen. Erinnerung enthüllt. Oh, guck mal, da haben wir jemanden gefunden in der Höhle. Ach, das ist doch schön. Jetzt müssen wir nur noch lebendig wieder hier rauskommen. Obwohl, die Erinnerungen bleiben ja sowieso drin. Quasi gespeichert, oder? Ja, damit hätte ich dann die Erinnerung auch. Bisschen gemogelt, aber okay. So, und weiter geht's. Wahrscheinlich hätte es da auch einen richtigen Weg gegeben, irgendwie hin, dass man nicht sterben muss dabei, bei der Erinnerung gerade, aber das ist mir jetzt im Prinzip wurscht. So, was haben wir denn hier? Kann ich hier durchgehen? Kann ich, und zwar langsam. Wir schauen einmal kurz, wie das ist, wenn ich die Zeit vorspule. Okay, da haben wir einmal die Leute weg. Einmal so. Aber da hinten war zwischendurch auch mal eine Lücke. Genau, da hinten ist jetzt eine Lücke.
Und jetzt ist hier eine Lücke. Okay, das heißt, wir gehen als erstes hier lang. Dann lassen wir die Zeit laufen. Und speichern wieder. Also pausieren wieder. Ja, das hat da gut funktioniert. Und ab ins Licht mit dir. Da hinten sind die nächsten. Ganz ehrlich, hier ist doch wieder irgendwas. Na, guck mal. Bitte nicht sterben. Einmal Erinnerung bitte. Guck mal, da haben sich zwei Leute wiedergefunden. Unerwarteterweise scheinbar. Och komm, nicht dein Ernst. Da wollte ich zu viel auf einmal. Okay. So, da sind die ersten weg. Dann sind die weg. Och, das ist ja nicht cool. Okay, das heißt, wir haben zwei Zeitslots. Einmal die hier. Und einmal die. Schön reinspringen ins Licht. Okay. Ach du meine Güte, ich habe gar keine Herr-der-Ringe-Vibes jetzt. Überhaupt nicht. Aber gut, ab ins Licht mit dir. Mal hüpfen. Hüpf. Hüpf. Wir sind gut gelaunt. Ich sehe ein Feuer am Horizont. Ja gut, dann heißt das, heißt, die wurden einmal getrennt während dieser Wanderung, haben dann aber wieder zueinander gefunden. Sehr, sehr schön. Wir können ja schon mal einen kleinen Sneak Peek machen, gucken, was hier für ein Level wartet. Ein Boot. Okay. Na gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.